Mein Name ist Philipp Kutter, ich bin Nationalrat aus dem Kanton Zürich und ich sage Nein zu dieser extremen Biodiversitätsinitiative. Ich kann euch versichern, ich bin sehr für Biodiversität und ich bin auch dafür, dass man noch mehr macht, als man heute schon tut. Aber die extreme Biodiversitätsinitiative, die verlangt einfach zu viel. Die Initianten wollen, dass wir 30% der Fläche von unserem Land für das freihalten. Das entspricht etwa der ganzen Ostschweiz, also den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen, Appenzell und Graubünden. Wir könnten auf diesen Flächen kein Lebensmittel mehr anbauen, keine Energie mehr gewinnen und auch kein Holz. Und das, meine Damen und Herren, würde uns nur noch mehr abhängig machen vom Ausland. Wir müssen die Lebensmittel im Ausland einkaufen, wir müssen die Energie im Ausland besorgen und wir müssen auch Holz im Ausland beschaffen. Wollen wir das? Nein, wir wollen das nicht. Zum Glück wird heute schon viel gemacht für die Biodiversität und ich bin auch der Meinung, man kann noch mehr machen. Aber das, was die Biodiversitätsinitiative verlangt, das lässt sich fast nicht umsetzen und ist mir zu extrem. Und ich lade euch ein, am 22. September auch ein Nein einzulegen zu dieser extremen Biodiversitätsinitiative. Danke vielmals für eure Unterstützung.